99% der Menschen träumen von finanzieller Freiheit. Aber die brutale Wahrheit ist, die meisten werden es niemals in ihrem Leben erreichen. Warum ist das Ganze so? Weil sie genau diese drei Fehler machen, die ich dir in diesem Video Schritt für Schritt erklären werde. Bevor wir damit loslegen, erstmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Maxim Rode und ich habe in den letzten 10 Jahren mir durch den Aktienmarkt ein zweites Standbein aufgebaut und konnte so finanziell frei werden. Dabei habe ich nicht irgendwie geerbt oder irgendwie Riesensummen zum Startkapital gehabt, sondern habe als ganz normaler Mechatroniker bei Volkswagen meine Ausbildung gemacht und mich dann Schritt für Schritt hochgearbeitet. Irgendwann habe ich aber gemerkt, Moment mal, es muss doch irgendwas geben, was man anders machen kann, um halt wirklich finanziell frei zu werden. Das Problem an dem Thema Finanzen ist einfach, dass die meisten Menschen denken, hey, wenn ich mehr arbeite, wenn ich fleißiger bin, ja, und ein bisschen wegspare, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Aber sei mal ehrlich, kennst du jemanden in deinem Umfeld, der durch reine harte Arbeit es irgendwo geschafft hat? Nein, weil ansonsten müsste ja jede Krankenschwester, die Überstunden macht, Multimillionärin irgendwann werden. Das bedeutet, das Problem, dass man einfach ganz einfach sagen kann, okay, man macht ein gutes Studium oder macht irgendwas, so diesen typischen Karriereweg, da merkt man schnell, hey, das ist ja gar nicht so der Weg Richtung finanzielle Freiheit und man kann es irgendwann auch nicht mehr hebeln, diese Zeit. Ja, das bedeutet, irgendwann ja, kannst du ja nicht noch mehr arbeiten. Wir haben alle 24 Stunden, wir müssen noch schlafen. Das heißt, du kannst nicht irgendwie 20 Stunden am Tag arbeiten, zumindest nicht lange, dass es auch gesund ist. Kommen wir jetzt zu den drei Fehlern. Fehler Nummer 1 ist tatsächlich das fehlende Mindset, was die meisten Menschen haben, weil finanzielle Freiheit fängt im Kopf an. Und ich bin mir sicher, die meisten Leute, die haben vielleicht mal so daran gedacht, hey, man könnte finanziell etwas verändern, man könnte vielleicht finanziell auch ein bisschen freier werden, aber sie sind das nicht und sie verhalten sich auch so nicht. Das heißt, sie haben sich vielleicht mal so ein bisschen damit beschäftigt, vielleicht auch mal ein Buch gelesen, aber in Wahrheit glauben sie sich selber gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Viele Leute hängen auch irgendwo in alten Glaubensmuster drin und denken halt, boah, finanziell frei oder reich, ja, das können nur Leute aus der Elite werden. Es ist eine andere Welt. Das höre ich auch immer wieder, wenn Leute zum Beispiel irgendwo in Monaco dann durch den Yachthafen gehen. Ah, das ist, ja, man stößt das quasi so von sich weg und sagt sich halt, nee, das ist eine andere Welt. Aber in Wahrheit sind auch Menschen, die eine Million- oder Milliarden-Yacht besitzen, auch nur Menschen, die wie du und ich, ja, zwei Hände haben und am Ende des Tages auch nicht irgendwie Aliens sind. Ja, das bedeutet, es ist oft so, dass es damit anfängt, dass man überhaupt offen über das ganze Thema spricht. Na, ich war mal bei einem Vortrag, da hat jemand gesagt, hey, wer von euch will Millionär werden? Ja, und da hat nicht jeder die Hand gehoben, da hat vielleicht die Hälfte des Saals, zack, ging die Hände hoch und bei der anderen Hälfte eben nicht. Und dann sagte da dann der Speaker im zweiten Schritt, ja, was ich euch schon sagen kann, die Leute, die Hände unten gehalten werden, die werden garantiert nicht Millionär, weil sie sich das ja gar nicht zutrauen, nicht vornehmen, sich irgendwie ausreden oder sich vielleicht auch irgendwo einreden, Geld ist was Schlechtes. Also ganz wichtig ist auch, dass du für dich reflektierst, wie du über Geld denkst. Wenn du jetzt denkst, Geld ist was total Schlechtes, dann ist ja normal, dass du irgendwo dann dagegen arbeitest und es nie schaffen wirst, Geld im Überfluss zu haben. Fehler Nummer 2 ist es, keinen Plan und keine Strategie zu haben. Wenn du ein Ziel erreichen möchtest, wie finanzielle Freiheit, dann reicht es nicht, sich das einfach mal aufzuschreiben. In vielen Erfolgsbüchern siehst du ja auch, hey, nimm dir einen Zettel, schreib dir deine Ziele auf. Da ist per se auch nichts Schlechtes dran. Aber am Ende des Tages reicht es leider nicht, weil sonst würde ich den ganzen Tag mir nur noch Sachen aufschreiben und würde dann ganz viele Sachen erreichen. Im Endeffekt, das Aufschreiben von einem Ziel ist wichtig, aber du musst halt eben dir auch überlegen, wie komme ich überhaupt dahin? Ja, was braucht es? Wenn du beispielsweise jetzt sagst, du möchtest finanziell frei werden, da kommen wir gleich noch mal zu, dann brauchst du auch gewisse Investments, dann brauchst du auch irgendwo eine Möglichkeit, wie dein Geld unabhängig von dir arbeitet. Ich habe da beispielsweise einen Weg für mich gefunden, den Aktienmarkt, da komme ich gleich nochmal zu sprechen drauf. Und du musst dann einfach Verhaltensweisen von dir auch an den Tag legen, Tag für Tag, die dann eben dieses Ziel auch irgendwann erreichen können. Wenn du es dir einfach nur aufschreibst und sagst, ja, irgendwann ist das, wäre schön, mal das zu erreichen, aber du weißt gar nicht, was sind denn, und da kannst du dir auch Zeit lassen, in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren, was sind die Ziele, um dahin zu kommen? Und wenn da kein Plan ist, ja, dann ist es natürlich grundsätzlich schwierig, dahin zu kommen. Du kannst das mit einem Urlaub vergleichen. Ja, wenn du dir jetzt aufschreibst, ich will im Sommer nach Miami, okay, das ist schon mal ein Anhaltspunkt, aber du musst die Reise planen, du musst genau wissen, hey, wann gehen die Flüge, welches Hotel will ich haben und so weiter, brauche ich vielleicht irgendwelche Papiere, um nach Amerika zu kommen. Ne, da gehört ein ganz klarer Plan dahinter, dass du überhaupt die Reise angehen kannst. Und die meisten Leute, die schreiben sich quasi nur Sachen auf, ja, und dann
sitzen sie rum und denken, ja, vielleicht fällt das Glück ja vom Himmel, aber das wird tatsächlich nicht passieren. Der dritte Fehler ist das Thema Konsum statt Investment. Wir leben in einer Welt, wo Konsum komplett normal ist und nicht falsch verstehen, ich konsumiere auch gerne, aber es wird halt heutzutage so ein bisschen, alles wird normalisiert. Ja. Jeder applaudiert dir, wenn du ein Auto finanzierst, ja, und dein ganzes Geld in Konsum reinsteckst. Das hinterfragen die wenigsten Menschen. Ja, das heißt nicht, dass es schlecht ist, ein Auto zu finanzieren, aber wenn du auf der Investmentseite nichts machst und die ganze Zeit nur konsumierst, dann ist das quasi ein eigenes Hamsterrad, was du dir aufbaust, weil du gehst arbeiten für Geld, verdienst Geld, was auf deinem Konto landet, du gibst dein Geld sowieso aus für Essen, für Miete, für die Lebensunterhaltungskosten und dann schleuderst du es für Konsum raus. Und dann musst du ja wiederum arbeiten, du machst quasi die ganze Zeit, verdienst du Geld, um zu leben und so weiter. Und wenn du übermäßig konsumierst, wenn du alles rausschleuderst, dann wirst du ja niemals in die Lage kommen, dass du überhaupt von Jahr zu Jahr dein Vermögen steigt. Und am Ende des Tages ist es auch am Anfang zu empfehlen, vielleicht den Konsum noch nicht so hoch zu schrauben. Warum? Wenn du dich einmal an einen gewissen Standard gewöhnst, dann ist es für dich normal. Ja, ich war früher eine Zeit lang sehr, sehr wenig in Restaurants essen, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, ich nehme lieber das Geld und investiere es. Jetzt gehe ich regelmäßig essen. Wenn ich jetzt auf einmal mir sagen würde, ja, ich gehe jetzt gar nicht mehr essen, dann würde mir was fehlen, ja, weil ich mich daran gewöhnt habe. Und genauso ist es mit Konsum. Ja, halte deinen Konsum so zurück und passe es wirklich auch deinem Einkommen an. Ja, mach keine übermäßigen Ausgaben, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Gehalt hast und dann irgendwie die Hälfte davon rausschleuderst für unnötigen Konsum, dann ist das auf jeden Fall nicht gesund und steht dir dann eben im Weg, ja, wenn du finanziell frei werden willst. Die Lösung sieht wie folgt aus. Ja? Du musst diese Fehler auf jeden Fall vermeiden. Du brauchst ein gutes Mindset. Du brauchst einen klaren Plan, wie du überhaupt zu diesem Ziel kommst. Und du musst auch eben bereit sein, vielleicht auf ein paar Sachen mal zu verzichten und nicht direkt, ja, dir dein Traumauto zu erfüllen. Ich habe auch sehr lange gewartet, bevor ich überhaupt mein allererstes großes Auto gekauft habe. Mein erstes Auto war beispielsweise ein Polo 6N. Der hat 400 Euro gekostet. Damit bin ich rumgefahren, habe hart gearbeitet. Ja, ich habe den sogar so lange gefahren, dass es richtig witzig war, weil ich, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, 3, 4, 5 Jahre gefahren oder sowas. Dann hatte ich einen alten Audi A3, den ich bezahlt habe. Und jetzt habe ich auch über mehrere Jahre ein ganz normales Auto gefahren. Und jetzt ist es das erste Mal, ja, dass ich mir auch mal ein etwas teures Auto kaufe. Aber die meisten Menschen machen das genau umgekehrt. Ja, die sagen sich, hey, ja, wie könnte ich mir denn vielleicht mein Traumauto finanzieren? Ja, und stecken dann alles in ein Auto rein beispielsweise und stehen sich dann im Weg. Und das heißt, die Lösung ist, dass du auf jeden Fall erstmal in der Lage bist, Geld zu behalten. Ja? Geld liegen zu lassen und dass du dann eben nicht nur Spaß, weil Leute, die nur sparen, die werden auch nicht reich. Die werden zwar immer mehr Geld auf dem Konto haben, aber man hat auf der anderen Seite natürlich die Inflation. Und die Inflation, die frisst und frisst an deinem Geld. Das heißt, du wirst langfristig auch nicht wirklich Vermögen aufbauen. Wenn du aber beispielsweise dein Geld Richtung Aktienmarkt investierst, wo du im Schnitt zwischen 10% und 15% im Durchschnitt machen kannst, ja, das habe ich die letzten 10 Jahre im Durchschnitt pro Jahr gemacht und meine Kunden machen das auch, ich habe schon über 500 Leuten dabei geholfen, dann wirst du schaffen, nicht von heute auf morgen finanziell frei zu werden. Ja, also wer dir das sagt, das ist eine Illusion, das geht nicht, aber du wirst es schaffen, von Jahr zu Jahr spürbar freier zu werden und das ist schon mal ein schönes Gefühl. Also der Weg, ja, hin in die finanzielle Freiheit ist auch schon schön. Ja, das ist genau wie wenn man in Urlaub fährt, die Vorfreude dahin, ja, dass man im Flieger sitzt, man weiß, ja, man ist unterwegs, das macht bereits schon Spaß in den meisten Fällen. Ja. Und genauso ist es auch bei der finanziellen Freiheit, wenn du einen klaren Plan hast und auch weißt, wie du investierst, dann wirst du dem Ziel von Jahr zu Jahr näher kommen. Und ich kann dir dazu auch gerne einfach mal ein paar Beispiele nennen. Ja. Ich selber habe, und das können wir auch gerne nochmal ein paar alte Bilder einblenden, ja, wo ich noch bei Volkswagen gearbeitet habe. Ja, ich habe ganz, ganz wenig Geld verdient und habe mich von null an hochgekämpft. Ich habe auch immer Jobs gehabt und habe aber immer gesagt, alles klar, ich werde einen Teil meines Geldes für mich am Aktienmarkt arbeiten lassen. Und ich habe auch ganz viele Kunden, können wir auch mal hier einblenden, ja, wie beispielsweise die Jasmin, ja, oder den Jean-Marie. Ja, die haben den Aktienmarkt irgendwann für sich entdeckt und ja, dann Schritt für Schritt, ja, von Jahr zu Jahr immer mehr Vermögen aufgebaut. Und jeder kann es lernen. Ich merke manchmal, die meisten Leute, die sind so ein bisschen limitiert. Die denken sich, oh, der Aktienmarkt ist zu riskant, oh, der Aktienmarkt, der braucht zu viel Zeit oder schaffe ich das überhaupt? Ja, und dann redet man sich ein, ah, der Maxim, der hat Glück gehabt, ja, den sehe ich hier auf YouTube, ah, der wird das schon irgendwie, das ist ein Einzelfall. Aber das ist kein Einzelfall. Ich habe über 500 Leute begleitet und du kannst das auch schaffen. Und wenn du jetzt möchtest, ja, dass du Schritt für Schritt auch mal in dieses Thema reinkommst, wenn du für dich auch mal einen klaren Plan haben möchtest, wie du überhaupt finanziell frei werden kannst, wie du den Aktienmarkt für dich nutzen kannst, dann melde dich sehr, sehr gerne für ein kostenloses
Gespräch mit mir, ja, wo wir dann wirklich innerhalb von einer Stunde bis anderthalb Stunden mal deine Situation abchecken und ich dir genau sagen kann, hey, guck mal, hier ist jetzt dein Schritt-für-Schritt-Plan, ja, und diese Strategie, wovon ich eben gesprochen habe, die können wir super gerne zusammen ausarbeiten, dass du eben genau weißt, wo die Reise hingeht und was und wann du erreichen willst. Melde dich dafür jetzt gerne auf www.mxrode.com, trag dich da ein und ich freue mich von dir zu hören. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, vergesse nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schreib auch gerne in die Kommentare, ob du was mitgenommen hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Maxim Rode.